Aha, ich habe Moos gefunden. Eine bodennahe Fortbewegung ist bei der Moossuche sehr von Vorteil. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute geht es mal um, wie ihr es eben schon vermutet habt, das hier, nämlich Moos. Ohne Moos ist ja bekanntlich nichts los und daher ist es ja ganz dringend notwendig, dass wir mal ein wenig über Moos sprechen. Dazu möchte ich kurz ein kleines bisschen Werbung machen. Die dazu verwendete Literatur ist jene hier, das große Botanikbuch von Lüdke, Kluge und Bauer. Würde ich jedem empfehlen, der sich so richtig intensiv mit Botanik auseinandersetzen will. Wenn man Biologie-Leistungskurs in der Schule hatte, sollte man so einigermaßen in der Lage sein zu verstehen, was hier drin steht. Ich gebe mal eine ganz kurze Leseprobe. Der haploide Mikrosporenkern führt noch wenige mitotische Teilungen durch. Es entstehen schließlich zwei degenerierende Protaliumzellen, eine vegetative Zelle und eine Antheridiumzelle, die sich ihrerseits in eine Stielzelle und eine spermatogene Zelle teilt. Jetzt wisst ihr, welches Buch ihr euch als nächstes kaufen wollt, oder? Naja, also, das da ist ein Moos. Wer hätte es gedacht? Moose findet man in der Regel am Boden. Oh, Überraschung, Überraschung. Es gibt drei, naja, eigentlich vier verschiedene Klassen von Moosen. Das wären zum einen die Talosenlebermoose, dann die Foliosenlebermoose, die... wie heißen sie denn? Die Laubmoose und dann gibt es noch theoretisch die Hornmoose. Die können wir aber ignorieren. Und die anderen drei erstgenannten, auf die werde ich jetzt mal ein bisschen eingehen. Aber erst mal ein paar allgemeine Dinge zum Moos. Moos kann man bei der Bank abgeben. Ohne Moos ist ja bekanntlich nichts los. Und das gilt insbesondere dann, wenn man sich mal anschaut, dass das Moos evolutionstechnisch quasi dann entstanden ist, als die Pflanzen überhaupt beschlossen haben, an Land zu gehen. Wenn ihr euch so ein bisschen mit der Evolutionstheorie auskennt, wisst ihr, dass die ersten Pflanzen ja alles ausschließlich Wasserpflanzen gewesen sind. Denn das Leben an Land ist enorm kompliziert, in Anführungszeichen, und viel schwieriger als das Leben im sehr lebensfreundlichen Wasser. Im Trockenen hocken ist per se erstmal blöd, wenn man eben nun mal Wasser zu seinem zum Leben braucht. Das braucht man für Atmung, das braucht man für Photosynthese, das braucht man für Fortpflanzung. Man braucht eigentlich für alles Wasser. Und all das, was wir höheren Organismen, wie zum Beispiel wir, mittlerweile ohne Wasser können, können wir nur durch viele, viele Tricks und Anpassungen inzwischen ohne Wasser und unter anderem dadurch, dass wir durch unseren doch recht komplexen Körperbau in der Lage sind, uns mit Wasser ziemlich voll zu pumpen. Man weiß ja, dass der menschliche Körper aus 95% Wasser besteht. Diese Angabe mit den so und so viel Prozent Wasser, das schwankt, je nachdem, wie man fragt. Die einen sagen 90%, die anderen sagen 80%, dann gibt es irgendwo 70%, dann 95% habe ich auch schon gehört. Ist ja auch nicht so wichtig, denn es soll ja um die Moose gehen. Grundsätzlich ist es so, dass so ein Moos die primitivste Landpflanzenform ist. Es ist quasi die Landvariante der Alge. Die Alge ist die, ja, wenn man möchte, kann man die Alge als die primitivste Wasserpflanze ansehen, wobei primitiv in keinster Weise abwertend gemeint ist, sondern es ist einfach sehr früh in der Evolution entstanden, unser liebes Moos, und war eben mit den anderen Pflanzen das erste, was quasi an Land gegangen ist im Pflanzenreich. Und wenn man sich jetzt mal so einen Stammbaum von den ganzen Landpflanzen anguckt, stellt man fest, da gibt es eine Abzweigung nach meinetwegen jetzt diese Richtung. Ich weiß nie, was rechts und links ist, weil das in der Kamera alles spiegelverkehrt ist und da kommt man total durcheinander. Egal, also hier sind jetzt mal sämtlich andere Pflanzen, unter anderem die Blütenpflanzen. Das ist so der aktuellste Schachzug der Evolution. Die evolutionär modernste Pflanzenform ist die Blütenpflanze. Das krasseste dabei ist dann der Laubbaum, wenn man so möchte.
Aber überhaupt nicht alle anderen Pflanzen sind mit denen irgendwie verwandt. Farne, Gräser, die berühmten Nacktsamer, also die Nadelbäume. Das ist auch nochmal was ganz Eigenes. Evolutionär gesehen auch schon sehr, sehr alt. Wie dem auch sei, das ist alles mit denen irgendwo zusammen. Das hängt alles zusammen. Es gibt allerdings eine Sorte Pflanze, Landpflanze, die mit denen überhaupt nicht verwandt ist und lediglich den Ursprung quasi noch im Wasser, den ersten verwandten Ursprungspunkt quasi hat, und das sind eben die Moose. Die zweigen in eine völlig andere Richtung ab im Stammbaum und sind was ganz, ganz Eigenes. Und das Witzige bei den Moosen ist, unter anderem, da gibt es viele witzige Dinge, und gerade auf solche witzigen Dinge werde ich jetzt mal eingehen und euch weniger die Systematik der Moose nahelegen und auch weniger den Zellaufbau von den Moosen, sondern mehr so ein bisschen Kuriositäten und die ökologische Bedeutung vom Moos versuche ich ein bisschen darzustellen, was das Moos so kann, was die anderen nicht können. Ja, und das Witzige ist jetzt eben, das Moos hat, seit die Pflanzen an Land gegangen sind, und das ist schon ein kleines bisschen lange her, zwar in der Erdgeschichte gesehen noch überhaupt nicht lange, aber für die Entwicklung des Lebens gesehen schon ziemlich lange, insbesondere des Landlebens, weil das Landleben hat mit den an Land gehenden Pflanzen ja überhaupt erst begonnen. Also quasi alles Leben, das sich nicht im Wasser abspielt, als das gestartet hat, haben auch die Mooses angefangen. Und zwar haben sie witzigerweise so gut wie genauso angefangen, wie wir sie heute auch noch finden. Die Moose sind so eine Art oberbayerischer Großgrundbesitzer. Die sind innovationsresistent. wie dem auch sei, so ein Moos hat sich eben tatsächlich kaum weiterentwickelt, und die Moose liegen immer noch in einer mehr oder weniger genau der gleichen Form vor, wie sie das eben auch vor zig Millionen, keine Ahnung wie lange das her ist, aber jedenfalls vor langer, langer, langer Zeit auch schon getan haben. Das ist also schon mal was, das ist eigentlich eine Urpflanze. Das ist schon mal gut zu wissen, finde ich. Das Hightech-Moos in der Evolution ist übrigens sowas hier. Das ist ein Laubmoos. Das hat so andeutungsweise eine Art Stamm. Es hat andeutungsweise so ein bisschen was wie Wurzeln. Und es hat Blättchen, also sowas, was so ein bisschen die Funktion von Blättchen eben einnimmt. Wenn man sich jetzt genauer damit auskennt, was ein Stamm wirklich botanisch gesehen ist, beziehungsweise eine Sprossachse, und was Blätter botanisch gesehen sind und was eine Wurzel botanisch gesehen tut, ist das beim Moos, wenn überhaupt vorhanden, dann nur angedeutet. Also ein Moos hat diese Funktionen der Gefäßpflanzen eben nicht und ist somit auch keine Gefäßpflanze. Pflanze und alle anderen Pflanzen, also Farne und alles andere, was ihr an Pflanzen kennt, an Landpflanzen und jemals gesehen habt, ist eine Gefäßpflanze, nur das Moos ist es nicht. Was heißt das jetzt für das Moos? Das heißt für das Moos, dass das Moos quasi den Übergang ans Land, die Anpassung an das Leben auf dem Land, nur teilweise vollzogen hat und ist für Teile seines Entwicklungszykluses noch aufs Wasser primär angewiesen. Also in einer derartigen Art und Weise aufs Wasser angewiesen, dass es wirklich überall nass sein muss. Denn das Moos hat lustigerweise anders als alle anderen höheren Pflanzen zur Fortpflanzung tatsächlich, und das ist wirklich was ganz Faszinierendes im Pflanzenreich, das ist so ziemlich die einzige Pflanzenart, also soweit ich weiß, ne, möglicherweise mag mich jetzt irgendjemand, der Botanikprofessor ist, korrigieren, aber soweit ich weiß, sind die Moose die einzigen Landpflanzen, die einen beweglichen, sich wirklich aus eigener Kraft fortbewegenden Bestandteil besitzen. Also das ist eine mobile Pflanze in Anführungszeichen, nämlich die männlichen Samen in Anführungszeichen, also die Spermien der Moose sind nämlich genau das, die sind begeißelt und können sich fortbewegen, genau wie unsere im Prinzip. Naja, mehr oder weniger. Aber tatsächlich, Moose sind bei ihrer Fortpflanzung in der Lage, eben die männlichen Anteile am Gametophyten dann in beweglicher Form auszubilden. Also Moossporen
haben eine Geißel und können sich fortbewegen im Wasser. Daher benötigt Moos, wenn es sich dann fortpflanzen möchte, wenn der männliche, das Spermium, wenn man so möchte, das heißt nicht so, aber einfach damit ihr wisst, was ich meine, wenn das zur weiblichen Blüte möchte, die sieht dann andererseits so ungefähr so aus wie bei den anomalen Pflanzen auch, dann kann es sich da eben selbstständig hinbewegen und wird auch tatsächlich durch chemische Signale angelockt und schafft, glaube ich, 2 Millimeter oder was. Dieses Moosspermium, wenn man so möchte. Aber hey, immerhin, ne? Andere Pflanzen können das nicht. Also wirklich an sich selbstständig fortbewegender Pflanzenteil. Welche andere Pflanze hat schon sowas? Also mal abgesehen von irgendwo passiv in der Luft durch die Gegend geweht werden oder vom Vogel mitgenommen oder sowas. Nein, die bewegen sich wirklich selbstständig fort. Toll, oder? Ganze 2 Millimeter oder irgendwie. Eine weitere Tatsache ist, wo man merken kann, dass sich das Moos noch nicht so ganz an das Landleben gewöhnt hat, ist, dass es austrocknet. Alle anderen Pflanzen, müsst ihr wissen, haben irgendwelche Mechanismen entwickelt, um sich gegen das Austrocknen zu schützen. Würden sie austrocknen, wären sie tot. Das Moos hat keinerlei Schutz mehr. So gut wie keinen Schutzmechanismus gegen Austrocknen, aber dafür hat es den Vorteil, dass es so primitiv ist, dass es einfach austrocknen kann, ohne dass ihm was passiert. Und sobald das Moos wieder nass wird, dann geht es einfach weiter. So gesehen ist so ein Moos so ein bisschen unsterblich, wenn man so möchte. Klar, wenn es verbrennt, ist es weg, aber es kann eben nun mal nicht durch Austrocknung sterben, was bei allen anderen Pflanzen eine sehr, sehr häufige, wahrscheinlich die Todesursache Nummer 1 darstellen wird. Und daran sieht man auch wieder diese Abhängigkeit vom Wasser der Moose, die sich einfach noch nicht daran gewöhnt haben, dass es am Land nicht überall Wasser gibt. Das heißt, wenn es kein Wasser gibt, dann machen sie einfach nichts und verfallen quasi in eine Totenstarre, wenn man so möchte, und warten halt eben, bis Wasser wieder da ist. Sie können das Wasser in der Regel nicht speichern. Eine Ausnahme sind die Torfmoose und beziehungsweise ein bisschen Wasser können sie schon speichern. Die haben ja schon, wenn das Ding erstmal nass ist, gut durchgeweicht, da hat schon eine Weile lang Wasser, aber dieses Wasser verdunstet halt eben relativ schnell und dann ist es weg. Moose sind auch noch nicht in der Lage, beziehungsweise kaum in der Lage, nur so andeutungsweise, wirklich durch ihre wurzelartige Struktur irgendwelche Substanzen aufzunehmen. Bei den höheren Pflanzen ist das ja natürlich dann Wasser und Nährstoffe, in sich selber in ihrem Stämmchen nach oben zu transportieren, um es dann in den Blättern zu verwenden. Beziehungsweise die in den Blättern produzierten Stoffe durch die Photosynthese, also allen voran Zucker, werden bei den normalen Pflanzen nach unten transportiert und in der Wurzel dann eingespeichert. Das kann das Moos auch noch nicht. Das, was ich hier eben habe, das ist ja schon ein Laubmoos, das ist ja schon die hochentwickelste Form der Moose. Nehmen wir zum Vergleich. Hier ein folioses Lebermoos. Das hat überhaupt keine stammartige Struktur. Da sitzt der Mooskörper, der zwar ein bisschen verzweigt ist und so kleine, Blättchen, wenn man es nur nennen möchte, zwar auch besitzt, aber der liegt direkt auf dem Boden auf. Das ist auch so eine Anpassung, die die Landpflanzen dann später erfunden haben. Überhaupt eine aufrechte Gestalt, eine Mechanik, ein sich vom Boden abhebender Pflanzenkörper. Das gibt es bei den Wasserpflanzen auch noch nicht, weil die schwimmen ja quasi. Die brauchen ja kein Gerüst sozusagen, um sich aufzustellen, weil wozu sollen sie denn das machen? Im Wasser ist das ja völlig Wurst. Und daher eben die primitiven Landpflanzen haben auch noch nicht dieses Merkmal der Landpflanzen, ein Gerüst zu haben, eine Struktur zu haben, eine gewisse mechanische Festigkeit zu besitzen. Das haben eben die primitivsten Landpflanzen noch nicht, im Fall von unserem kleinen Moos hier. Das liegt einfach nur da, das ist platt. Man spricht bei solchen Pflanzenformen von einem Talus, also einfach ein Pflanzengewebe ohne großartige Struktur, das dann irgendwo rumliegt. Jetzt habe ich leider kein taloses Lebermoos hier irgendwo gefunden, die sind relativ selten. Das wäre dann tatsächlich einfach ein einzelnes Blatt, wenn ihr wollt, das dann wirklich einfach flach am Boden liegt. So ein Moos besteht wirklich nur aus einem einzigen grünen Blättchen. Das ist botanisch gesehen kein Blatt.
und liegt einfach platt auf dem Boden rum. Und wenn es regnet, wird es nass. In dem Fall kann es Photosynthese machen, weil dafür braucht man Wasser und Licht. Licht ist auch da, wenn es nicht regnet. Aber Wasser hat es halt eben nur, wenn es gerade nass ist. Und dann kann es Photosynthese machen. Dann ist es in der Lage, sich am Boden festzuhalten mit sogenannten Rhizoiden. Das ist so die Vorstufe von Wurzel, aber anders als eine Wurzel, die zwei Funktionen erfüllt, unter anderem noch mehr, aber zwei Primärfunktionen, A, Stabilität und B, Nährstofftransport. Also man kann in der Wurzel Nährstoff, mit der Wurzel Nährstoffe aus dem Boden eben aufnehmen, allen voran auch noch Wasser natürlich, das ist ja kein Nährstoff. Und das kann so ein Rhizoid nicht, der ist nur für Mechanik da. Also das heißt, sorgt einfach nur dafür, dass das Moos da, wo es sitzt, auch sitzen bleibt. Und besonders fest sitzt es dann nicht, wenn ihr mal versucht habt, ein Moos davon abzuheben, wo es sitzt. Das ist ganz einfach, dieser Rhizoide. Diese Rhizoide sind primitiv, eben einfach. Dafür hat das Moos aber eben wieder den Vorteil der sogenannten, eben der Quasi-Unsterblichkeit. Wenn man es wirklich nicht mit massiver Gewalteinwirkung kaputt macht, ist das Ding, geht das nicht kaputt. Das geht nicht, weil austrocknen, egal, irgendwann wird es wieder regnen und dann geht es weiter, so nach dem Motto. Also so ein Moos, jetzt nicht das einzelne Moosindividuum, aber die können sich ja auch entsprechend vermehren, und so ein Moospaket, das an einer Stelle mal steht, beziehungsweise sitzt auf einem Felsen, das kann da auf diesem Felsen ewig lange im Prinzip vor sich hin moosen, wenn man so möchte. Das dauert alles sehr lange, aber Moose können im Prinzip super, super, super alt werden. Die Mooskolonie, wenn man so will. Es ist auch immer ganz schwierig, bei so einem Moos jetzt rauszufinden, was denn jetzt in diesen Moosteppichen quasi jetzt das einzelne Individuum ist. Weil die Fortbewegung bei der Fortpflanzung von Moosen entsprechend gering ist, was man ja auch schon an diesem tollen Spermium, das es 2 mm weit schafft, irgendwo so ein bisschen erahnen kann. Daher werden das hier wirklich auch einige Individuen an Moos sein, aber das ist immer gar nicht so einfach zu sagen. Moose sind echt so ein Fachgebiet für sich. Und für die ganz detaillierten Schichten braucht ihr dann wirklich auch einen richtigen Moosexperten. Man kann da echt so richtig hardcore-mäßig ins Moos einsteigen und sich da toll mit auseinandersetzen. Die Dinger sind schon faszinierend. Gerade eben, weil sie so primitiv, aber dafür eben halt eben auch unzerstörbar und unverwüstlich eben sind. Das ist wie mit den Bakterien, ne? Die sind auch die primitivste Lebensform, die wir so haben. Die Urzelle, die zähle ich jetzt mal nicht mit, die mag es vielleicht auch noch irgendwo ein paar davon geben. Aber dann kommt auch schon das Bakterium an Primitivität. Die Archäen und die Bakterien sind ja so ein bisschen evolutionäre Koprodukte voneinander. Die haben also nicht so sehr viel miteinander zu tun. Ich will jetzt nicht den Archäen unterstellen, dass sie noch primitiver sind als die Bakterien. Und aber auch da ist es so, je primitiver ein Organismus ist, desto schwieriger ist er umzubringen. Beziehungsweise desto einfacher hat das in der Fortpflanzung, weil ein Bakterium kann ja einfach plopp machen, dann sind es 2 und plopp, dann sind es 4 und plopp, dann sind es 8 und plopp, dann sind es 16 und 32, 64, 128, 256, 512, 1024 und immer so weiter. Das kann das Moos zwar so nicht, aber die Moosfortpflanzung ist trotzdem eine recht einfache. Es ist schon eine geschlechtliche Fortpflanzung und das ist auch schon ziemlich revolutionär. Also die Moose haben durchaus auch evolutionstechnisch gewisse Revolutionen durchgeführt, weil die meisten noch primitivere Pflanzen vermehren sich noch ungeschlechtlich. Also auch wieder quasi durch plopp und dann sind es 2. Kann man auf der biologischen Ebene natürlich eben dadurch runterbrechen, dass geschlechtliche Fortpflanzung immer den Vorteil hat, dass man ein männliches und ein weibliches Chromosom hat und die beiden packen sich zusammen und bilden ein Doppelchromosom. Und man hat halt eben die genetischen Vorteile des Vaters in Anführungszeichen und die genetischen Vorteile der Mutter. Die werden miteinander rekombiniert und man hat eine viel höhere Mutationsrate tatsächlich. Und Mutationen sind was Gutes, weil Mutationen sind in der Regel Anpassungen an die jeweilige Umwelt. Und deshalb muss man immer schön fleißig mutieren als Population, damit man sich eben immer schön weiter seiner Umwelt anpassen kann. Das ist besonders wichtig, eben als Pflanze, die ja da, wo sie sitzt, ihr Leben lang sitzt und dann nicht mehr weg kann. Daher ist es eben wichtig, dass sie da, wo sie sitzt, auch super angepasst ist. Und wenn man da eine hohe Mutationsrate hat, hat man einen Vorteil. Umso erstaunlicher ist es, dass die Moose eben, obwohl sie so viel mutieren, vergleichsweise,
trotzdem evolutionär einfach nicht über das Moosstadium hinweggekommen sind. Es hat sich kein Supermoos herausgebildet, das irgendwelche richtig revolutionären Dinge in die Mooswelt eingeführt hätte. Es sind nur Andeutungen von eben gerade normalen Gefäßpflanzenstrukturen wie eben einem Stämmchen, Blättern und Wurzeln vorhanden, die aber funktionell nur so ein bisschen das tun. Sie tun es schon, aber sie tun es eben nur ein bisschen und nur zum Teil, was halt eben zum Beispiel in einem Baum passiert, ne? Also Zucker nach unten von den Blättern, da wird er ja photosynthetisch produziert und das Wasser kommt von der Wurzel nach oben in die Blätter, wo ja die Photosynthese abläuft. Die braucht ja Licht und Wasser und CO2 und ne? Klar. Und das macht das Moos halt eben auch so in Mini-Mini-Mini-Format, die ganz hochentwickelten Laubmoose halt eben. Die Hornmoose ignorieren wir ja.